Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme unterwegs in Düsterburg. Wir haben es beim letzten Mal durch das Labyrinth, wir nennen es mal Labyrinth, durch diese drei Ebenen der Höhle da geschafft und sind erfolgreich auf Schloss Düsterburg angekommen. Bevor ich das aber vergesse, gehe ich noch mal ganz kurz zurück in die Höhle. Da gab es nämlich noch etwas, was ich übersehen habe. Beziehungsweise nicht übersehen, sondern ich habe es einfach nur vergessen. Nämlich hier. Ob ich hier sein will? Das frage ich mich jetzt gerade auch selber. Will ich hier sein? Spiel noch mal. Was? Hilfe! 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 Ich will hier nicht sein! Oh, Scheiße, was habe ich hier getan? Ach, so viel Schaden kriegen wir gar nicht. Aber es ist genug. Nein! Falsch! Nein! 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 Seht ihr da unten rechts in der Ecke die Kiste? Da wollen wir hin. Wo ich mir da jetzt gerade gar nicht mehr so sicher bin. Ich wusste nicht mehr, dass das so schwer wird. Oh, das ging jetzt gut. Da, Mist. Okay. Nein! Mist. Ach, Mist. Okay. Ja gut, jetzt wissen wir, wie es funktioniert. Boah. Ich wusste nicht mehr, dass das so schwer ist. Aber das ist die einzige Kiste, die keine Falle ist. Wah, 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 wah. Hab ich noch. Ah, gut, ich habe noch 11 Riechsalz, aber hab ich. Nein. Elixiere habe ich nur noch 2. Ne, ich nehme doch lieber das Riechsalz. Und Heiltränke. Shit. Alter, was? Bin jetzt ein bisschen ruhiger, weil ich muss mich hier echt konzentrieren. Geschafft! Geschafft! Alter, geschafft! So, nee. Dankwart hat mehr. Boah! Ey, wir haben es geschafft. 3 Riechsalz. Eine Armbrust für Tarius. Und nochmal 4 Elixiere gefunden. Oh, fett. Scheiße, jetzt muss ich den Weg hier wieder zurück. Ich will speichern. Es geht nicht.
Okay, ich gucke mir jetzt erstmal die Armbrust an. Wespennest. Armbrust. Verschießt ein Dutzend kleiner Pfeile. Aha. Ich ru... Ich rüste die, das Wespennest mal aus. Hier schon gegen Wände. Alter Schwede. So. Ach, wir sind endlich hier drin. Dann schauen wir uns mal hier ein bisschen weiter um. Nutzloses Gerümpel. Und nutzloses Gerümpel. Und nur nutzloses Gerümpel. Und ja, ist ja schön. Ja, das stinkt so sehr, ich will gar nicht wissen, was da drin ist. Das möchte ich auch nicht. In dem Bett liegen überall kleine grüne Fleischfetzen rum. Die bewegen sich ja. Boah. Oh, ich will es nicht wissen. Was haben wir hier? Schleim. 5 Jahre im Eichenfass gereift. Achso, das können wir ja schon. Ja, gibt's hier vielleicht noch was? Nur Staub und Spinnenweben. Ja, gut, dann gehen wir mal hoch. Ich gehe euch mal außen. Da unten ist der Ausgang. Gut, ja. Ich guck mich um. Schleimige Handtücher. Und schleimige Handtücher. Nutzloses Gerümpel. Nutzloses Gerümpel. Hier hinten. Nutzloses Gerümpel. Nutzloses Gerümpel. Ach, gibt's denn hier gar nichts auf dem Schloss? Täuscht euch da mal nicht, Grandy. Ich sehe da hinten ein sarabäisches Teeservie. Ihr könnt euch ja daran erfreuen, wenn wir das hinter uns gebracht haben. Ach, schön. Ja, der Dialog nochmal. So, was haben wir hier drin? Nein, ich weigere mich, den Deckel aufzumachen. Okay. Gerümpel. 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 Und ein Zombie. Attacke! Was? Oh, Daifi, oh, Daifi, oh, Daifi. Was soll ich nur tun? Kein Salz, kein Salz, kein Salz. Wie mein? Hä? Oh, entschuldigt bitte, Meister. Ich bin ganz verwirrt. Ich wollte nicht unhöflich sein. Ich bin euer ergebenster Diener. Kein Problem. Jetzt schnauf erstmal tief durch und dann sag mir, was dich so in Rage versetzt. Nachher, aber Großvisier, wir hatten Salz bestellt für das Gelage heute Abend. Und stattdessen haben wir nur so überreichen, übelriechende Flüssigkeit bekommen. Kann ich mal sehen? Aber natürlich, Chef. Hier schnuppert selbst. Da klappen einem ja die Fußnägel hoch. Das ist Riechsalz. Das ist Riechsalz, ohne Zweifel. Ja, da mögt ihr wohl recht haben, hoher Herr. Aber ich brauche kein Salz zum Riechen, es schmecken soll es.
Wenn ihr wollt, nehmen wir euch das Ekelzeug ab. Würdet ihr das tun, Maestro? Ich muss euch leider den Betrag berechnen. Denn für das Salz bezahlen... Was? Achso, den wir für das Salz bezahlen mussten. Du hast einen rechtschreibenden Fehler gemacht. Wegen meiner Haushaltsabrechnung. Ja, kommt drauf an, was es so kosten soll. Salz ist leider nicht so billig. Also 100 Taler für die komplette Palette mit 10 Violen. 100 Taler. Oh, das wird aber knapp. Ja, damit. Jawoll. Du bist ja nett, da kann ich nochmal mit dir schwätzen. Sag mal, ey, bleib hier. Die meisten Gäste merken ohnehin nicht, wenn es etwas fad schmeckt. Der Geschmackssinn stirbt zuerst. Was man auch an ihrer Kluft merkt. Die mag ich auch so, das kann man schon. Jungfernblut, frisch gezapft. Lecker. Jungfernblut. Made in Gelee. Täusch dich nicht! Da steht in Aspik drauf! Das ist viel exquisiter! Ach so! Exquisit oder nicht? Ich kann drauf verzichten. Ach! Hake, hab dich mal nicht so hier. Made in Gelee. Ja, in Aspik, du Trottel! Haben wir hier drin? Tomaten aus der Büchse. Oh, mal was Normales. Schau mal genauer hin, Schatz. Nicht alles, was rot aus der Dose kommt, muss gleich eine Tomate sein. Ich möchte es nicht wissen. Achso, da ist das Gleiche. Rostiges Besteck. Angeschimmeltes Spülmittel. Jungfernblut. Und ein Stück Käse, so wie mir scheint. Puh, dieser Käse ist mit Sicherheit nicht mehr mittelalt. Nee, der ist schon überalt. Dem Geruch nach prähistorisch. Der hätte von mir sein können. Es passt gerade nicht, mein Herr. Wir haben viel zu tun, wisst ihr. Holz. Oh, ein Kochbuch. Ein Kochbuch. Kochtopf Schweinereien. 13 Gerichte für eine Zukunft, für eine zünftig brünstige schwarze Messe. Hä? Na gut. Eingelegte Gedärme. Oh, da hinten kommen wir gar nicht hin. Ja, mein Herr. Bitte nicht hauen. Ich koche schon so schnell ich kann. Keine Sorge, ich tu dir nichts. Was gibt's denn heute Abend? Oh, nur die feinsten Gerichte, werter Herr. Alles, was der Meister es bestellt hat. Blutschaumsuppe mit Markklößen. Ein kapitaler Hirsch. Roh natürlich. Ungeborenes Lamm, leicht geröstet. Und zum Nachtisch Eiterpfannkuchen. Na lecker! Sind denn keine Gäste da, die ein wenig leichtere Kost bevorzugen? Schon möglich, der Herr. Aber der Meister hat anordnen lassen, nur Gerichte aus einem ganz bestimmten Kochbuch zubereiten zu lassen. Aha, und was für ein Kochbuch wartet mit derart außergewöhnlichen Mahlzeiten auf? Ja, liegt da drüben auf dem Tisch her. Achso, hier das hier. Ja. Aha. Wir verlassen. Ich wollte eigentlich die Küche verlassen. Wie mir scheint, planen die hier eine schwarze Messe. Kann man hier ein. Kann ich hier was angucken? Nein. Hier ist die Küche, müssen wir uns irgendwie mal merken.